Stillgeschwiegen ist die 7. Ausstellung der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, die gestern in Niesky eröffnet wurde. Für den ungewöhnlichen Veranstaltungsort, einen alten Ortskonsum, eine ehemalige Verkaufsstelle für Lebensmittel, ist es die erste. Weitere sollen folgen. Am Holzgebäude kann das Wort Lebensmitte erkannt werden. Dass gerade dieses Wort erhalten blieb, offenbar unter einem inzwischen entfernten Schild und nicht überstrichen worden ist, sieht der ungewöhnliche Eigentümer, der ehemalige katholische Pfarrer von Niesky, Christian Burczek, als eine Art Fingerzeig, wenn nicht als eine Bestätigung für seinen Kauf vor einigen Jahren. So wie er in seiner Amtszeit für die Sanierung der Holzkirche verantwortlich war, kümmert er sich nun um den historischen Holzkonsum. Dieser stammt wie viele weitere Holzbauten der Moderne von der bekannten Firma Christoph & Unmack, Europas größter und innovativster Firma für industriell vorgefertigte Holzbauten. Bin ich auch selber gefragt von einem Freund, was hat dich bewegt, überhaupt das zu organisieren, in die Wege zu bringen. Ja, vor allem auch die Seelsorge. Stillgeschwiegen ist die erste Ausstellung in diesem inzwischen teilsanierten Gebäude und ein würdiger Anfang für weitere Nutzungen, die in das Weltbild von Christian Burczek passen sollen. Der Krieg, speziell in der Ukraine, aber auch in vielen weiteren Ländern der Erde, haben ihn dazu veranlasst, gerade diese Ausstellung nach Niesky zu holen. Unter den Gästen sind Vertriebene, weitere können Geschichten ihrer Eltern und Großeltern erzählen oder, wie zu hören war, sind im Erinnerungsschatten aufgewachsen. Carmen Böthig wurde mit ihrer Familie aus Schlesien vertrieben. Der Reporterin, die für Menschen auf deutscher und polnischer Seite der Neiße berichtet, erzählt sie ihre Geschichte. Unsere Stiftung Zentrum gegen Vertreibung, ZGV, wie wir liebevoll sagen, ist Impulsgeberin aller Wanderausstellungen, die unser Verband im Programm hat. Sie hat auch diese Ausstellung hier, Stillgeschwiegen, Vertriebene in der SBZ und DDR, ausgearbeitet und im März 2024 bis zum Mai, Herr Burczek hat es gesagt, erstmals in Berlin präsentiert. Anita Zonn aus Niesky verband musikalisch Redebeiträge und Grußworte am Keyboard. Jens Baumann, der Beauftragte für Vertriebene und Spätaussiedler des Freistaates Sachsen, sagte unter anderem: Wenn ich heute auf der Leipziger Buchmesse oder in Schulen nach der Herkunft von Oma und Opa aus dem Osten frage, dann sehe ich erst meist einen vorsichtigen Arm und dann durchschnittlich ein Viertel bis ein Drittel der Klasse. Die Aufbauleistungen der Ostvertriebenen spiegelt sich auch heute noch in der Gesellschaft wider. Ohne sie und auch ohne die ihnen später nachfolgenden Spätaussiedler würde unser Land anders aussehen. Dies betrifft Wirtschaft, Architektur, Kultur, Tourismus und Gastgewerbe, den Umgang miteinander und das Denken. Die Ausstellung Stillgeschwiegen, die Vertriebenen in der SBZ und DDR, der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, widmet sich einem in der Öffentlichkeit wenig beachteten Kapitel der deutschen und europäischen Geschichte, dem Schicksal der Heimatvertriebenen in der damaligen sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Das waren etwa 25% der Bevölkerung. Die Ausstellung Stillgeschwiegen beleuchtet das Lebensschicksal der Heimatvertriebenen und bietet Gelegenheit, die Komplexität der Erfahrungen der Vertriebenen in der DDR zu verstehen und zu würdigen. Sie soll dazu beitragen, die Vielschichtigkeit dieser Zeit zu reflektieren und die Erinnerung an diejenigen zu bewahren, die inmitten von politischen Herausforderungen ihre Würde und Identität bewahrten. In der Lebensmitte, das steht oben drüber und dann Stillgeschwiegen. Also das ist genau ein Thema, worüber wir so sehr schweigen, setzen wir hier symbolisch wieder in die Lebensmitte. Ich glaube, mehr versöhnend können wir gar nicht umgehen mit etwas, worüber wir vielleicht sehr lange geschwiegen haben. Lieber Pfarrer Burczek, Sie habe ich gerade nicht erwähnt, aber will ich ganz besonders erwähnen, nämlich aus dem Grund, Sie haben dieses Gebäude vor einigen Jahren erworben und haben viel Kraft reingesteckt, damit es heute überhaupt so aussieht, wie es Sie vor sich eben sehen. Deswegen stillgeschwiegen als ein Thema mitten in unserer Gesellschaft, in unserer Lebensmitte, ist diese Ausstellung ganz wunderbar hier angekommen. Und ich freue mich und bin schon sehr neugierig, Sie zu sehen. Die Ausstellung ist bis zum 29. September in Niesky zu sehen. Christian Burczek, der als Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt in Cottbus-Dissenchen arbeitet, ist am Ende der Feier, bei dem sich die Gäste kulinarisch stärken, aber vor allem miteinander ins Gespräch kommen konnten, zufrieden mit dem Ergebnis.
Als er den Holzkonsum vor weiterem Verfall retten wollte, indem er das Gebäude erwarb, hatte er nur unkonkrete Vorstellungen davon, welche Nutzung es erfahren könnte. Inzwischen ist er sich sicher, dass seine Entscheidung richtig war und ist. Jetzt hofft er, dass vor allem junge Menschen, Schulklassen beispielsweise, diesen Ort besuchen. Denn hinter all dem unermesslichen Leid steckt auch Schuld von Menschen, die sich über andere erheben, ihnen Schlimmes angetan haben und immer wieder antun. Als Seelsorger ist das sein Fachgebiet. Und so kann der alte Holzkonsum irgendwie auch ein Seelsorgeort sein.